willkommen bei uns im Rathaus der Stadt Delbrück. Ich freue mich natürlich, hier auch heute wieder alle willkommen heißen zu dürfen, die unser tägliches Sportangebot mit im Fernsehen auch tatsächlich mitmachen. Das ist immer unser Motto, mitmachen. Es steht ganz, ganz vorne. Wir als die wirklich aktivste Stadt Deutschlands aus dem Jahre 2011 sind immer noch dabei, jeden Mittag um 12.30 Uhr hier in der Verwaltung, hier im Foyer, dementsprechend alle zu bewegen. Das war das Motto bei Mission Olympic. Und es geht Punkt um 12.30 Uhr los. Das ist also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind nominiert zur Cold Water Challenge vom Rathaus in Salzkotten. Yeah! Ich habe hier euch auch ein paar Klamotten mitgebracht. Schnell umziehen, wir müssen ja gleich sofort wieder an die Arbeit. Yeah! Angetreten zur Cold Water Challenge? Ja! Stadt Salzkotten, wie ihr seht, so ist das Leben in der Stadt Delbrück, insbesondere in unserem Rathaus. Hier scheint immer die Sonne und wir haben immer Spaß. Bewerbung könnt ihr jederzeit an die Stadt Delbrück richten. Wir haben natürlich viel Spaß hier im Rathaus, ihr habt es gesehen. Wir möchten aber auch, dass andere Spaß haben im Leben und möchten natürlich uns bedanken für die Nominierung bei der Stadt Salzkotten, aber auch gleichzeitig drei neue Kandidaten bekannt geben. Unser Motto ist ja immer besser. Immer besser, das heißt aber auch, es gibt andere, die könnten zumindest es auf den Weg bringen, besser zu sein als wir. Wir wollen uns das gerne anschauen in einem Video auf YouTube. Das heißt, wir nominieren zuerst die Stadt Paderborn, Bürgermeister Michael Dreyer, gebürtiger Delbrücker Junge aus dem Ortsteil Anreppen. Er weiß, was Humor und Spaß ist und ich denke auch, dass er gerne irgendwo in Paderborn ins Wasser geht. Damit er nicht so alleine im Wasser sein muss, möchten wir einen zweiten aus Paderborn natürlich nominieren. Das ist der Kreis Paderborn. Ich würde mir wünschen, dass die ganze Kreisverwaltung an der Spitze natürlich mit unserem Landrat Manfred Müller dementsprechend ebenfalls einmal richtig baden geht. Das wäre eine tolle Sache. Und last not least wollen wir natürlich auch unsere angrenzende Gemeinde aus Riedberg herzlich grüßen. Andreas Sunder, es liegt bei dir, das Rathaus einmal unter Wasser zu setzen. Das sind die drei. Wenn ihr es nicht schafft, wir haben euch im Auge und freuen uns auf ein Grillfest. Wie lange Zeit? Das ist doch gar kein... Achso, 48 Stunden. Ja. Ich bin so schnell nach Hause.